bei mir. Davon träumen Sie wohl, Eskortenführer. Letztens hat hier in der Provinz einigen Wirbel gegeben. Also lassen Sie sich nicht zu sehr einlullen. Und los geht's. Ich liebe die Jagdsaison. Eskortenführer, wir sehen irgendetwas hier draußen. 9. Sektor. Wahrscheinlich Fehlanzeigekontrolle. Aber ich überprüfe hier gerade. Nein, hier ist nichts. Ihre Fantasie geht mit Ihnen durch. Was zum... Kontrolle, Russo ist nicht mehr auf dem Radarschirm. Ich sehe noch... Irgendetwas ist da draußen. Ich bin... Russo? Das kann nicht wahr sein. Ich hab Feinde überall. Du gehörst mir. Ich kann ihn nicht abschütteln, er hat mich im Visier, er hat mich im Visier. Mayday! Hier spricht der Franz. Die Gruppe hat Milizen und unseren Begleiter vernichtet. Mayday! Mayday! Dies ist ein Notfall! Ich zünde das Flashback. Mayday! Konföderationstransport Amadeus LODSC 71 Notruf. Wie geplant bei Sigma 3. Seien Sie zurückgeschrieben. Angriff Milit, wir bedanken uns. Das nenne ich einen erfolgreichen Test. Sie werden alle schon bald Ihre Meinung äußern können über die schrecklichen Ereignisse, die sich zurzeit in der Nähe der Grenzwelten ereignen. Aber zuvor will ich, dass jemand anderes zu uns spricht, und zwar der Kommandant der strategischen Bereitschaftsbehörde, Admiral Torwin. Danke. Danke, Senator. Torwin wird uns antworten geben. Sehr verehrte Mitglieder des Großen Konföderationsrates. Als Kommandant der SBB bin ich mit vielen Aufgaben betraut. Eine meiner wichtigsten Pflichten ist der Schutz der Grenzen unserer Galaxie. Leider erscheine ich heute als demütiger Diener vor Ihnen. Ich habe keine Antworten zu bieten. Die sinnlosen Terrorakte, die zurzeit in den Grenzwelten alle in Angst und Schrecken versetzen, sind bis jetzt ungeklärt. Das sind Piraten, sag ich Ihnen. Vernichtet die blutrünstigen Barbaren! Ich würde Sie gerne an etwas erinnern. Während des langen Krieges gegen die Kilrathi waren die Grenzweltler treue Verbündete und Freunde. Und jetzt greifen Sie uns an! Ja! Beruhigen Sie sich! Beruhigen Sie sich! Der Rachedurst sollte jetzt nicht die Oberhand gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, wer unsere Verbündeten sind. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Krieg tiefgreifende soziale und politische Veränderungen in den Grenzwelten verursacht hat. Wir wissen noch nicht, ob diese Veränderungen irgendwie mit den sinnlosen Terrorakten zusammenhängen.
Aber ich werde es herausfinden. Und das ist ein Versprechen. Admiral, Sie wissen, dass die Zunahme dieser Vorfälle das ohnehin schon gespannte Verhältnis zwischen uns und den Grenzwelten langsam gefährlich werden lässt. Aber bevor diese erhabene Versammlung irgendwelche schwerwiegenden und unumkehrbaren Entscheidungen trifft, habe ich den Admiral gebeten, die Situation weiter zu untersuchen. In 2 Wochen wird er uns erneut Bericht erstatten. Admiral, Sie haben den Segen der Ratsmitglieder und der friedliebenden Einwohner dieser Galaxie. Gott behüte Sie. Danke, Senator. In 2 Wochen werden wir abstimmen. Krieg oder Frieden? Damit wenden wir uns aus der Ratsversammlung aus. Ich vergebe an Barbara. Vielen Dank, Mom. Nach diesen 2 Wochen wird sich unser Leben vielleicht grundlegend ändern. Auf jeden Fall erwarten wir das Ergebnis mit Spannung. Guten Abend. Hier ist Barbara Miles mit den TCN Abendnachrichten. Was darf sein? Ich nehme die Hausmarke. Was treibt denn so jemanden wie Sie hier rein? Hey, Kumpel. Kannst du einem Veteranen einen Drink spendieren? Sie waren ein Pilot? Na klar, ich war auf der TCS Liberty. Weiß ihn zurecht. Hilf ihm. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie hier raus und kaufen Sie sich was zu essen. Danke, Kumpel. Das mache ich. Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Seit dem Kriegsende hat sich einiges geändert. Die meisten Jungs, die nach Hause gekommen sind, haben keinen Job mehr gefunden. Wir müssen uns alle irgendwie durchschlagen. Ja. Veteran? Ja. Moment mal, ich habe ein Bild von Ihnen gesehen. Gleich habe ich Sie. Danke für den Drink. Hey, was ist denn, Süße? Warte! Hör auf, mich Süße zu nennen und lass mich in Ruhe, ja? Ihr Piloten seid doch alle gleich. Die Frauen hier draußen am Rande des Nichts. Schätzen wohl keine zivilisierten Männer. Tun sie schon. Wenn sie mal einen treffen. Schön, Sie zu sehen, Colonel. Oder sollte ich sagen, Farmer Blair. Ein Wunder, dass Sie überhaupt Zeit für mich haben. Es ist ein friedliches Leben. Wie ich immer sagte, man ist ein Wurm oder ein Adler. Sie gehören also immer noch zu den Adlern, seit Sie beim Angriff auf Kilra Glück hatten? Klar, fliege ich noch. Gibt's eine Alternative? Besser, als im Mist herumzustiefeln. Überlegen Sie mal, Maniac. Im Mist herumzustiefeln, vielleicht ist das genau das, was ich machen will. Vielleicht freut es mich ja, nach all den Jahren ständiger Kämpfe mal wieder sowas wie richtige Erde unter den Füßen zu spüren. Mann, klingt ja wie eine auswendig gelernte Rede. Freut mich für Sie. Du tust, was ich dir sage. Nicht mehr und auch nicht weniger. Aber Sie schulden mir noch was fürs Letzte. Greift da niemand ein? Geht mich nichts an. Warum zeigen Sie ihm nicht, wer hier der Boss ist? Großer Kriegsheld. Das kotzt mich an. Behandeln Sie Ihre Freunde immer so? Was fällt dir ein? Du bist kein Freund von mir. Oh ja, das weiß ich jetzt auch. Sei froh, dass ich dir nicht den Hals umdrehe. Lassen Sie den Mann los. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht, Freundchen. Der Meinung bin ich aber nicht, Freundchen. Sie werden sich wünschen, mir nie begegnet zu sein. Das tue ich schon. Ja.
Freundchen, ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Ich hätte mich schon eingemischt, wenn er Ihnen was getan hätte. Hat er den Schwanz eingezogen? Komm her! Komm her, Kleiner! Also, Maniac, was gibt es so Wichtiges zu besprechen? Da-da-da-da-da-da-da! Colonel Christopher Blair von der Reserve konföderierter Weltraumtruppen. Es ist meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Sie wieder in den aktiven Dienst zurückberufen werden, Sir. Wissen Sie es nicht, Maniac? Der Krieg ist schon vorbei. Mein Auftrag lautet, Sie zu holen. Wer hat Sie geschickt? Aber woher soll ich das wissen? Einer von der Chefetage. Seit wann wird einem Major was gesagt? Nach all den Dienstjahren, die ich absolvierte, sollte man meinen, ich werde die Entscheidungen der Konföderierten nie verstehen. Wieso holt man einen alternden Wurm zurück ins Cockpit? Wieso bin ich kein Colonel? Nur weil der Kerl Glück hatte und bei einer Mission rein zufällig einen alten Feind besiegt hat, das ist alles. Gut, wann müssen wir los? Wann wir... Oh, zwei Jäger stehen startklar auf dem Flugdeck. Na nichts, wie los? Ihr Wunsch ist mir Befehl. Wissen Sie noch, wie man die Kiste in die Luft kriegt? Hä? Oh, schöner Start. Für einen Dinosaurier. Ist wohl Ewigkeiten her, seit Sie das letzte Mal einen Steuerknüppel in der Hand hatten, was, Colonel? Oder haben Sie etwa eine Sandprinzessin gefunden, die ihn für Sie gehalten hat? Sie müssen mir nicht antworten. Aber Sie können nicht behaupten, dass Sie meine sprühende Schlagfertigkeit nicht ein bisschen vermisst haben. Wir müssen ein Shuttle beim Orlando-Depot erreichen, um nach Seoul zu springen. Um es etwas interessanter zu machen, habe ich eine Überraschung für Sie, Colonel. Ich weiß, dass Sie mir schon lange eine auf den Pelz brennen wollten. Die Geschützgeneratoren wurden zeitweise so modifiziert, dass sie nur unschädliche Impulse feuern. Ihr HUD zeigt simulierte Schäden auf beiden Schiffen an. Der erste mit 100% Schaden hat verloren. Jetzt sehen wir endlich, wer besser fliegt, na? Du bist dran, Kumpel. Sehen wir mal, ob sie es noch drauf haben, Farmer Blair. Mal sehen, was du kannst. Wieder Glück gehabt. Wie beim Angriff auf Kilra. Wir sehen uns beim Orlando de... Verdammt! Schalte den Kampfmodus. Ich hoffe, das Flugzeug geht schnell genug. Lösen und feuern! Sie werden wünschen, dass sie nie geboren wurden.
weiter. Auf nach Orlando. Wir müssen die Fähre erwischen. Was Sie hier sehen, Colonel Blair, ist nur einer der vielen zukünftigen Siege der Grenzwelten. Verflucht! 3000 Menschen sind an Bord und er... Und als ob das nicht schon genug wäre. Wir fliegen hier im Nichts herum und dazu noch mit leerem Tank. Warten Sie. Navcomputer hat die Bluepoint Station geortet. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir haben wohl keine Wahl. Sende Ihnen jetzt Nav-Daten. Nicht persönlich gemeint, Colonel, aber bis jetzt hat mir unser Wiedersehen nicht sehr gefallen. Benötige Landeerlaubnis. Bluepoint begrüßt Sie, Gentlemen. Sie dürfen jetzt landen. Wer war der Kerl? Und woher wusste er Ihren Namen? Keine Ahnung, tut mir leid. Dem würde ich gern den Hals umdrehen, wer immer er ist. Haben Sie gesehen, was er gemacht hat? Da sind meine Tricks nichts dagegen. Aber das war doch kein Trick, Maniac. Das war ein wahres Meisterstück. Ist das die Victory? Ja, schwer zu glauben, aber sie ist jetzt ein Museumsstück. Ein Relikt des Krieges. Wie ein Farmer, den ich kenne. Bestimmt hängt eine Ehrentafel über ihrem Bett. Fantastisch, nicht wahr? Sowas hätten Sie sicher gern im letzten Krieg gehabt. Das Ding hätte die Kilrathi das Fürchten gelehrt. Naja, solche Träger fliegen nicht von alleine, Admiral. Das ist richtig, Colonel. Es sind die Männer, die wichtig sind. Er sieht ganz so aus, als würde ihn das Landleben gut bekommen. Ich beneide sie. Wäre ich davon überzeugt, dass die Existenz der Konföderation gesichert ist, wäre ich schon längst weg. Ohne Bedauern. Was soll's? Ich habe gehört, dass Sie auf dem Weg hierher Schwierigkeiten hatten. Ja, Sir. Ach, Recht und Ordnung. Diese Werte verlieren in der Konföderation immer mehr an Bedeutung. Wir leben in einer Übergangszeit, Admiral. Ja, es war gut, in den Kilrathi einen gemeinsamen Feind zu haben.
Und die Menschheit konnte ihre wahre Größe zeigen. Jetzt fehlt uns leider jegliches Ziel. Sie haben es ja selbst gesehen, die sinnlose Zerstörung. Deshalb braucht die Konföderation wieder ihre Dienste. Sie sind ein Mann mit Kampferfahrung. Sie können sich meiner Loyalität sicher sein, Sir. Wir verlassen uns auf Sie, Colonel. Seit mehreren Wochen wird gegen die Konföderierten ein Untergrundkrieg geführt. Terroranschläge, Piraterie, Sabotage. Ist das symptomatisch für die jetzige sogenannte Übergangszeit oder steckt etwas viel Schlimmeres dahinter? Ist eine Strategie oder ein Plan zu erkennen? Naja, man muss nur eins und eins zusammenzählen. Es deutet leider alles auf unsere alten Verbündeten, die Grenzwelten, hin. Aha. Sie glauben, sie führen gegen uns einen Guerillakrieg? Das Verhältnis zwischen den Grenzwelten und der Konföderation war noch nie gut. Die Freiheit verlangt ständige Wachsamkeit. Wofür ich zuständig bin. Wir kennen einander schon sehr lange, nicht wahr, Colonel? Ich weiß, in der Vergangenheit gab es unfreundliche Worte zwischen uns. Wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, Sir. Ja, aber an unserer Leistungsfähigkeit ist nicht zu zweifeln. Das ist auch der Grund, weshalb ich Sie persönlich in den aktiven Dienst zurückgerufen habe. Sie werden diesmal nicht nur meine Augen und Ohren sein. Allein Ihre Anwesenheit in den Grenzwelten wird eine deutliche Botschaft an die Galaxis sein. Ich bin kein Politiker, Sir. Taten sind wichtiger als Worte, Colonel. Ich möchte Sie dort nicht nur als ein Symbol hinschicken. Nein, ich werde Sie wieder in ein Cockpit setzen. Dort werden Sie einen alten Freund wieder treffen. Den Nervenkitzel des Kampfes. Das ist mein Codename, mein Lebensmotto und meine Art zu fliegen. Dieser Spitzname, kommt alle mal her, dann erkläre ich euch, wie ich zu diesem verrückten Namen gekommen bin. Hey, Maniac. Blair. Guten Tag. Schön. Guten Tag. Guten Tag. Freut mich, Sie kennenzulernen. Guten Tag. Geben Sie mir Ihre Tasche. Willkommen, Sir. Es ist mir eine Ehre, Sir. Schön, Sie wiederzusehen. Sei gegrüßt, mächtiges Herz des Tigers. Ist schon gut. Die tun ja so, als wären Sie der einzige Held der Konföderation. Ich habe mehr Katzen abgemurkst als alle Pilotenteams zusammen. Rollt man mir den roten Teppich aus? Nein? Nein, ich muss meine Tasche selbst tragen. Ich darf auch nicht mit dem Admiral einen Plausch halten. Admiral Tarwin, Tarwin, Tarwin. Sagt er irgendwas über mich? Eine Menge. Er konnte gar nicht mehr aufhören, Maniac. Was? Tja, das ist Geheimsache. Ich könnte es Ihnen verraten, aber dann müsste ich Sie töten. Da sehen Sie, wie wichtig ich bin. Ich bin Geheimsache. Ich erkläre es euch später. Warten Sie auf mich! Colonel, erinnern Sie sich noch an unsere Wette? Ich hoffte, Sie hätten sie vergessen, Captain. Ich wusste, dass das nicht Ihr letzter Flug war, aber Sie haben das Gegenteil behauptet. Wie heißt so schön, sag niemals nie. Eins ist sicher. Verglichen mit diesem Schiff ist die Victory ein kleiner Fisch. Die Konföderation rüstet sie gut aus. Ja, Sie haben recht, das Schiff ist vom Feinsten. Es hat sich viel geändert. Das heißt aber nicht, dass ich keine guten Piloten mehr brauche. Captain Eisen, bitte auf die Brücke wählen. Wir springen jeden Augenblick in das Hellespont-System. Da gibt es ein paar Probleme. Sehen Sie sich in Ruhe um. Es wurden technische Neuerungen entwickelt, die Sie verblüffen werden. Hm.
Wen hat denn da der Sonnenwind hereingeweht? Willkommen an Bord, Colonel. Wer verliert, der muss einen Drink ausgeben. Vielleicht das nächste Mal. Tja, wie ich sehe, machen Sie Ihrem Spitznamen alle Ehre. Nie zu lange an einem Ort bleiben. Das ist ab jetzt wieder mein Motto. Es war ein Fehler, dass ich mich der aktiven Reserve angeschlossen habe. Aber die monatlichen Schecks waren ziemlich verlockend. Ja. Wer hätte gedacht, dass Sie mich wieder einziehen werden? Sie haben mich glatt reingelegt. Ich hätte es wissen müssen. Das war wohl das erste Mal, dass Sie ein wichtiges Spiel verloren haben, Vagabond. Apropos verloren. Ich schulde Ihnen noch einen Drink. Ich möchte, dass Sie das sofort nachholen. Sobald Sie ein Ergebnis haben, benachrichtigen Sie mich, auch wenn ich in einer wichtigen... Ah, Colonel, können wir zur Sache kommen? Aber selbstverständlich, Sir. Gut, unsere Neulinge fragen mich immer, was ist, wenn das passiert? Und was soll ich nur tun, wenn dies passiert? Benutzt euren Kopf, ist die Antwort, die ich Ihnen dann gebe. Wozu habt ihr ihn denn? Zur Sache. Wir sind hier in Hellespont, weil Piraten die Handelsrouten belagern, die in und aus dem System führen. Wieso sie das tun, wissen wir bis jetzt nicht. Manche ihrer Angriffe scheinen die üblichen Hintergründe zu haben, Waffen und Vorräte zu erbeuten. Andere wiederum sind einfach nur brutale und völlig sinnlose Terrorakte. Sie und Ihr Flügelmann werden diesen Transporter zum Jump Point eskortieren und seinen Flug aus dem System sichern. Dann fliegen Sie diesen Navigationspunkt an. Dort wird eine Kommunikationsstation gebaut. Sie lösen die Patrouillen ab, die momentan dort für die Sicherheit sorgen. Alles verstanden? Ja, Sir. Gut. Captain, es ist schön, wieder für Sie zu fliegen. Oh, danke, das freut mich. Unterstützung, Colonel. Ja, sieh mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Zeit, in Portion zu gehen. Stirb, du Schwein! Komm schon, kämpf wie ein Mann. Komm schon, kämpf wie ein Mann. Das nennst du Fliegen? Na, was ist? Was sagt dein Handbuch denn darüber? Sofort Formation bilden! Da läuft nichts, Colonel. Ich sehe dich in der Hölle wieder! Maniac schlägt wieder zu. Maniac schlägt wieder zu. Bitte um Autopilotverbindung, Sir. Bitte um Autopilotverbindung, Sir.
Verbindung aktiv. Fliegen Eskortenkurs. Ja, sieh mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Zeit, in Pension zu gehen. Wir brauchen Unterstützung, Colonel. Maniac schlägt wieder zu. Schadensmeldung geben. Die Hälfte unserer Systeme funktioniert nicht mehr, Colonel. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Sir, ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, sieh mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Colonel, feuern Sie auf keinen Fall auf die letzten Schiffe. Ich wiederhole, nicht auf Sie feuern. Lassen Sie ihn mit der Vorsprung und hängen Sie sich an sie dran. Finden Sie raus, wo Ihre Operationsbasis ist. Wenn Sie sie lokalisiert haben, fliegen Sie zur Lexington zurück. Ja, sieh mal an. Mission abgeschlossen. Aufgabe erfüllt. Weiter zum nächsten Wegpunkt. Schadensmeldung geben. Sind Sie vielleicht meine Mutter? Nötige Landeerlaubnis. Ich gratuliere, Colonel. Sie haben Erlaubnis zu landen. Kann ich Ihnen helfen, Lieutenant? Gerade an Bord eingetroffen. Gestatten, Lieutenant Troy Carter. Codename Cat Scratch. Sie sind gerade erst mit der Akademie fertig, richtig? Ja, ich war Klassenbester. Aha. Ich wünschte mir, es wären noch ein paar Kilrathi da. Ich fürchte, dafür ist es jetzt zu spät. Hey, Colonel Blair, ich habe eine Frage an Sie. Sie sind das? Ja. Ich kann's nicht fassen. Ich wurde aufs gleiche Schiff versetzt wie Sie. Oh Mann, wenn das meine Freunde zu Hause erfahren. Oh je, der Junge trägt ja ganz schön dick auf. Ich lasse sie jetzt allein.
Ist es so, Cat Scratch? Wollen Sie sich einschmeicheln? Oh nein, Sir. Ich träumte immer von so einer Chance. Ich kann viel von Ihnen lernen, Sir. Was Sie alles erlebten. Was will der Junge von mir? Ich mag den Jungen. Ich habe einiges erlebt, ja. Aber wo Sie wirklich was lernen können, ist da draußen. Im Cockpit. Colonel, Sir? Es wäre das Größte für mich, Ihr Flügelmann sein zu dürfen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, Sir. Bleibt nur Colonel Blair. Oh, Colonel, Zeit, sich Lorbeeren zu verdienen. Ja, Sir. Es ist immer noch nicht klar, ob diese Piraten selbstständig operieren oder ob sie mit der Grenzweltenmiliz unter einer Decke stecken. Wie auch immer, wir sind hier, um Ihnen das Handwerk zu legen. Dank Ihrer exzellenten Aufklärungsarbeit wissen wir, dass die Piratenbasis am Rande des Hellespont-Asteroidengürtels ist. Ihre Aufgabe ist einfach. Sie und Ihr Flügelmann schnappen sich zwei Bomber, fliegen dorthin und zerstören sie. Ich teile Ihnen zwei Jäger als Geleitschutz zu. An die Arbeit! Zu Befehl, Sir. Gesichtet, Sir. Lösen und feuern. Los geht's, Colonel. Der ging auf mein Konto, Colonel. Jetzt bin ich in der Hölle wieder. Eine Menge Feinde hier, Sir. Lösen und feuern! Los geht's, Colonel! Stirb, du Schwein! Sie sind eine lebende Legende, Colonel. Der ging auf mein Konto, Colonel. Ich bin in der Hölle wieder! SOS, SOS. Mission abgeschlossen. Ich steige jetzt aus, Colonel. Thank you.
nötige Landeerlaubnis. Gut gemacht, Colonel, aber ich habe noch mehr Arbeit für Sie. Die Aufklärung der Konföderierten meldet einen aggressiven Vorstoß der Grenzfeldler in das Hellespont-System. Wir wissen nicht genau, wo das Jägergeschwader ist, aber die Lexington hat gerade ein SOS-Signal erhalten. Von einem Ziviltransporter, der mit Kolonisten zu deren neuem Siedlungsort unterwegs ist. Ich schicke sofort eine Truppe dorthin. Aber ich möchte, dass Sie auch hinfliegen. Ihre Karte ist aktualisiert worden. Colonel, hier ist das Alpha-Shuttle von der Lexington. Melde, alles in Ordnung. Keine Grenzweltenflieger. Wir wissen also nicht, ob sie tatsächlich was damit zu tun haben. Der Transporter war voller Kolonisten. Wahr ist hier das ausschlaggebende Wort. Wir haben das Wrack untersucht. Es muss irgendeine neue, noch unbekannte Waffe gewesen sein. Irgendetwas hat wohl die künstliche Atmosphäre dieses Transporters zum Explodieren gebracht, sodass sich das Innere in ein Inferno verwandelte, Sir. In wenigen Sekunden waren alle tot. Warum würde das jemand einem Haufen Zivilisten antun? Wir haben hier getan, was wir konnten. Wir fliegen zurück zu Lexington. Benötige Landeerlaubnis. Sie dürfen landen, Colonel. Da liegst du falsch, Kumpel. Nein, das tue ich nicht. Diese Grenzweltenradikalen stecken hinter dem Schlamassel. Nicht zu fassen. Maniac der Politwissenschaft. Frag den Colonel. Wir waren Zeugen. Das Depot in Orlando ist von einem Grenzweltler in die Luft gejagt worden. Maniac, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass die Miliz der Grenzwelten technologisch gar nicht fähig ist, sowas durchzuführen? Wer weiß, welche Entwicklung sie seit dem Großen Krieg durchmachten. Irgendwelche Piraten haben jedenfalls nicht so viel verjagt. Du hast recht. Die Grenzwelten waren schon immer die Stiefkinder der Konföderation. Obwohl sie uns beim Kampf gegen die Kilrathi unterstützten. Die Grenzwelten sind doch nur gefragt, wenn die Konföderierten Gefangene oder Giftmüll loswerden wollen. Das wissen wir alle. Sie behandeln sie wie Kolonien und nicht wie Partner. Wenn sie es wirklich waren, muss es eine Verzweiflungstat gewesen sein. Colonel, ich wünschte, ich könnte mehr Vertrauen in die Daten von der Aufklärung haben. Wir konnten in das Territorium der Grenzwelten eindringen. Im Tiersystem wird eine Geisel festgehalten, die sehr wichtig ist. Wir müssen eine Befreiungsaktion starten. Zuerst muss der Aufenthaltsort der Geisel rausgefunden werden. Erst dann können wir einen Plan fassen. Deshalb brauche ich sie. Laut unserer Aufklärung ist die Geisel in diesem Komplex auf Tier 7. Aber wir benötigen noch mehr Informationen. Unsere Jäger wurden mit neuen Lasern ausgerüstet. Damit kann man exzellente Fotos machen. Fliegen Sie so nah ran, wie Sie können. Und schießen Sie möglichst viele Bilder. Und werfen Sie einen Blick auf die Karte und in das Infomaterial, damit Sie über die technischen Details Bescheid wissen. Muss ich mit Widerstand rechnen? Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Spione mit Kameras dort gern gesehen sind. Seien Sie vorsichtig. Wir sind an Fotos und nicht an toten Helden interessiert. Haben Sie verstanden? Natürlich, Sir. Gut.
nennst du fliegen? Ich werde euch retten! Aufgabe erfüllt. Weiter zum nächsten Wegpunkt.
Aufgabe erfüllt. Weiter zum nächsten Wegpunkt. Mission abgeschlossen. Landeerlaubnis. Gut gemacht, Colonel. Sie dürfen jetzt landen. Aufklärungsdaten? Nein, es ist nicht ganz so wichtig. Nur eine Übermittlung an meine Enkel. Das neue Schuljahr macht sie etwas nervös. Was wollten Sie mit mir besprechen? Diesen Auftrag, den wir ausführen. Ja, wir beginnen bald mit der Befreiungsaktion. Wird nicht leicht. Warten Sie die Einsatzbesprechung ab. Meine Zeit ist jetzt begrenzt. Ich muss mich auf der Brücke melden. Bis dann in der Kommandozentrale. Colonel, die Konföderation sieht diese Mission als extrem wichtig an. Gibt's einen Grund dafür? Fangen wir mit der Besprechung an. Ja, Sir. Es sind feindliche Verstärkungen auf dem Weg hierher. Wir müssen also schnell handeln. Ein Truppentransporter hat uns gerade angeflogen. Er wird direkt hinter Ihnen fliegen und die Bodentruppe transportieren, die die Geisel befreien soll. Dank Ihrer Aufklärungsarbeit wissen wir jetzt genau, wohin wir müssen und was uns bevorsteht. Hier ist der Aufenthaltsort der Geisel. Sie müssen dem Truppentransporter Deckung geben. Stellen Sie sicher, dass er heil zurückkommt. Alles klar, Colonel? Selbstverständlich.
Chef, sieh mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Lösen und feuern! Jetzt kommt Maniacs Zaubershow! Du kommst im Sarg nach Hause. Du bist erledigt, Mistkerl! Maniac schlägt wieder zu. Truppentransporter 535, wir haben jetzt das Paket. Holen Sie uns raus, Colonel. Mission abgeschlossen. Sieh mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Maniac schlägt wieder zu. Stirb, du Drecksack! Alleine, Colonel. Viel Glück. Stirb, du Drecksack! Die Konföderation verlor heute ihren größten Helden. Die Kilrathi nannten ihn einst... Sieh mal an.
Lösen und feuern! Jetzt kommt Maniacs Zaubershow! Nicht schlecht geschossen für den Farmer. Maniac schlägt wieder zu. Mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Truppentransporter 535, wir haben jetzt das Paket. Holen Sie uns raus, Colonel. Mission abgeschlossen. Mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Befreiung erfolgreich, Colonel. Wir verlassen gleich das System. Sie dürfen landen. Was ist los? Besuch kommt.
Captain Hugh Paulson von der 3. Flotte mit Befehlen vom Regionalkommando. Willkommen an Bord, Captain. Das müssen ja wichtige Befehle sein, dass Sie sich persönlich auf den weiten Weg machten. Alle Befehle der Konföderation sind wichtig. Die Lexington soll laut Befehl sofort zum Maser-System fliegen. Dort treffen wir mit der 3. Flotte zusammen. Ich informiere den Navigator. Weihen Sie mich in die Befehle der Konföderation ein? Oh, wir haben eine Menge zu besprechen. Unter vier Augen, Captain. Am besten, wir gehen in meine Privaträume. Grüße Sie, Colonel. Ich nehme an, man fühlt sich gut, wenn man wieder in einem Cockpit sitzt und die Interessen der Konföderation verteidigt. Zweifellos haben Sie auch ein paar Ihrer alten Freunde wieder getroffen. Kameradschaft im Feld, dafür würde ich sogar auf meinen Rang verzichten. Es sind oft gefährliche Schlangen, mit denen ich hier zu tun habe. Ohne das Feindbild der Kilrathi sind unsere verschiedenen Interessen nur schwer zu vereinen. Oh, das bringt mich auf das eigentliche Thema. Ich würde gerne wissen, wie Sie die Lage an der Grenze einschätzen. Steuern wir auf einen offenen Krieg zu? Ich erwarte Ihren Bericht. Vielen Dank. Antwort aufzeichnen? Ja. Bitte beginnen. Admiral Tolvin, die Lage hier ist immer noch sehr ungewiss. Wir kämpfen zurzeit gegen Piraten, Raumschiffe der Grenzweltler und unbekannte Flugobjekte. Es ist schwer zu erkennen, ob ein Plan dahinter steckt. Ich fürchte, ich kann dazu nicht mehr sagen. Aber ich würde Sie gerne etwas fragen. Über Captain Hugh Paulson von der 3. Flotte. Er kam an Bord mit Anordnungen des Regionalkommandos. Nachricht aufgezeichnet. Colonel Blair, bitte zur Einsatzbesprechung. Nachricht von... Colonel! Ich habe die Biokonvergenz-Chemikerin gesehen, die von Tier 7. Bio, was? Biokonvergenz. Wie wär's, wenn Sie Ihren Wissensstand mal etwas auffrischen würden? Sie haben wohl die Weisheit mit Löffeln gefasst. Tja, ich versuche mich zu bilden. Anderen Leuten ist sowas ziemlich egal. Wie auch immer. Jetzt verstehe ich, wieso man die Grenzwelten auf den Kopf gestellt hat, nur um diese Frau zu finden. Mann, diese Frau ist der helle Wahnsinn. Ich dachte, du bist an keiner Frau interessiert, die einen höheren IQ als ein Huhn hat. Au contraire, mon frère. Hä? Das hättet ihr mir nicht zugetraut, was? Maniac wird mit jeder Aufgabe fertig, okay? Heute Nacht werde ich mal meine Kenntnisse über das Periodensystem etwas vertiefen. Bloß kein Neid. Sie glauben wohl, Ihr kürzliches Trauma hat die Frau blind gemacht. Es soll vorkommen, dass man seinem Befreier seine Dankbarkeit zeigen will. Der Kerl ist gut, Colonel. Er ist der Beste. Sie lassen wohl niemals was anbrennen. Das wäre ja auch... Vielen Dank, Maniac. Du gehst unserem jungen Kollegen mit gutem Beispiel voran. Wie gefällt Ihnen der Captain, der an Bord gekommen ist? Paulson, ich glaube, zu viele Köche verderben den Brei. Der Junge stellt zu viele Fragen. Der neue Captain geht mir auf den Keks. Ja, viele Vorgesetzte bedeutet leider nur eins, Komplikationen. Da hat er wohl recht.
Wird Captain Eisen auch dabei sein, Sir? Captain Eisen ist mit anderen Aufgaben betraut worden. Befehl der Konföderierten. Aber er kommandiert noch dieses Schiff. Seine neuen Verpflichtungen gestatten es ihm nicht, seine frühere Funktion zu erfüllen. Ich befehle jetzt dieses Raumschiff. Haben Sie ein Problem damit? Hat der Captain seine Pflicht nicht erfüllt? Über diese Personalentscheidung zu reden, steht uns nicht zu. Die Zeit wird knapp. Eine Mission wartet auf uns. Die Miliz der Grenzweltler hat es gewagt, ein sehr wichtiges Weltraumlabor in diesem System zu besetzen. Sie fliegen als Erste los und greifen die feindlichen Verteidigungsschiffe an. Ein Transporter mit Bodentruppen wird landen. Geben Sie ihnen Deckung, bis Sie den Rückzugsbefehl erhalten. Es ist absolut unerlässlich, dass wir das Labor von diesen Verbrechern zurückerobern. Wir werden uns nur mit einer Erfolgsmeldung zufrieden geben. Ich bin mir sicher, die Konföderation kann sich auf Sie verlassen können. Wegtreten. Verhandeln. Mein Ziel zerstört. SOS, SOS! Ah! Das nennst du Fliegen? Du bist erledigt, Mistkerl! Mein Ziel zerstört. Super Schuster. Danke für die Vorarbeit, Colonel. Wir landen jetzt. Sofort Formation bilden! Ja, Sir. Angreifen. Ja, Sir.
Dieser Schrotthaufen gehört uns, Colonel. Wir machen jetzt weiter. Mission abgeschlossen. Landeerlaubnis. Captain Paulson übermittelt Ihnen hiermit seine Glückwünsche. Sie dürfen jetzt landen. Was würden Sie dazu sagen, wenn wir zwei... Guten Abend, hier spricht Barbara Miles von den TCN-Nachrichten. Mein Gesprächspartner ist heute Admiral Torwin von der SRA. Unser Thema sind die steigenden Spannungen zwischen den Grenzwelten und der Konföderation. Die Union der Grenzwelten, wie sie sich jetzt selbst nennen, hat erklärt, dass sie mit der Konföderation in Frieden leben will. Aber, dass sie die Gesetze der Konföderation nicht länger als bindend ansehen. Daraufhin hat der Große Rat angeordnet, dass sich die Raumschiffe der Grenzwelten nicht mehr ohne Militäreskorte im Territorium der Konföderation aufhalten dürfen. Wir schalten jetzt live zu Admiral Torwin in die Zentrale der Konföderation. Admiral? Hallo Barbara, guten Abend meine Damen und Herren. Seit Wochen werden Mitglieder der Konföderation bei der Ausübung von legitimen Weltraumoperationen angegriffen. Dabei werden viele Menschen umkommen, die unschuldig sind. Das Chaos ist vorprogrammiert. Um diese Verbrecher zur Strecke bringen zu können, ist es nötig, Raumfahrzeuge, die unter einer fremden Flagge fliegen, zu kontrollieren. Admiral, können die Union der Grenzwelten und die Konföderation zu einer Einigung kommen? Aber Barbara, was bleibt uns denn für eine andere Wahl? Vielen Dank, Admiral. Bitte. Und jetzt die Ergebnisse des Galaktischen Cricket Cups. Das sind ja nette Aussichten. Ich geh schlafen. Gute Nacht. Du solltest dich auch aufs Ohr legen. Ist schon spät. Kurz rüber. Gute Nacht. Torwin hat recht. Die Konföderation muss mit allen Mitteln für Recht und Ordnung sorgen, sonst spielt doch jeder da draußen verrückt. Die Grenzwelten hat man seit Kriegsende schlecht behandelt. Diese Militäreskorte wird die Lage nur noch verschlechtern. Was? Die sollen froh sein, dass sie nicht unter der Herrschaft der Kilrathi leben müssen. Viele Leute glauben, es ist ihnen zu verdanken, dass wir lang genug durchhielten, bis der Colonel die Kilrathi vernichtete. Ihre Farm in Nephil liegt nahe den Grenzwelten. Sind Sie auch für die Militäreskorten pflichtig? Die Konföderation muss hart durchgreifen. Die Konföderation geht zu weit. Die Konföderation muss hart durchgreifen. Wir können uns über die Konföderation nicht beklagen. Denken Sie an die Opfer der Terroranschläge, Vagabond. Was wird jetzt aus dem Captain? Er hat sich seit dieser Geschichte mit Paulsen völlig zurückgezogen. Mir reicht's jetzt wirklich. Colonel. Schön, Sie zu sehen. Jetzt haben Sie endlich mehr Zeit für Ihre Post. Captain Paulson hat neue Befehle erwähnt. Ich warte auf meine Versetzung. Über neue Befehle weiß ich nichts. Ach, ich bitte Sie, Sir. Jemand wird diese unsinnige Entscheidung rückgängig machen. Die Konföderation hat sich sehr verändert.
Ein Schiff zu kommandieren ist heute nicht mehr das gleiche wie früher. Wer weiß, vielleicht tun Sie mir damit einen Gefallen. Ich weiß Ihr Mitgefühl zu schätzen, Colonel. Sagen Sie der Crew, der alte Mann freut sich auf neue Aufgaben und Pflichten. Ja, Sir. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet, Colonel. Danke, Sir. Die Befreiung der Biochemikerin war ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung der konföderierten Pläne. Aber es stehen noch mehr Aufgaben an. Wie vorauszusehen war, hat die Union der Grenzwelten den Beschluss der Konföderierten ignoriert. Im Moment nähern wir uns einem ihrer illegalen Konvois. Es sind Militärraumschiffe, die sich ohne eine konföderierten Eskort im Territorium der Konföderation aufhalten. Sie haben den Umkehrbefehl ignoriert und auf die konföderierten Streitkräfte geschossen. Sie sind eine große Bedrohung. Ihre Anwesenheit darf nicht länger toleriert werden. Wir lassen Ihnen noch eine Warnung zukommen. Wenn Sie dann immer noch nicht kooperieren, ist es Ihre Aufgabe, das Interdikt durchzusetzen mit allen Mitteln, die Sie zur Verfügung haben. Wegtreten. Schiffe der Grenzweltenunion. Sie verstoßen gegen das Konföderierten-Edikt 4992. Dies ist die letzte Warnung. Kehren Sie um und verlassen Sie das Konföderierten-Gebiet oder warten Sie auf unsere Eskorte. Sie haben illegal ein Weltraumlabor der Grenzwelten besetzt. Wir denken nicht daran, den Anordnungen von Verbrechern zu folgen. Lösen und feuern! Zeit, meinen Soll zu verdienen. Immer noch erstklassig, Colonel. Sir, ich... Immer noch erstklassig, Colonel. Immer noch erstklassig, Colonel. Alles Paletti, Kumpel. Was nennst du Fliegen? Tut mir leid, Partner, aber ich steige jetzt aus.